Ja, wir haben natürlich im Koalitionsvertrag den Auskunftsanspruch festgeschrieben. Für mich ist es natürlich auch insbesondere ein Thema der Tarifparteien. Die allermeisten großen Betriebe sind natürlich tarifgebunden und da sehe ich schon im Vordergrund Arbeitgeber und Gewerkschaften, die sich um die Entgeltgleichheit kümmern. Dort, wo eben keine tarifliche Gebundenheit herrscht, da muss man das Thema natürlich anders anfassen. Und da kann ich mir sehr gut einen Auskunftsanspruch vorstellen, der dann aber insgesamt die Lohnstruktur im Betrieb betrifft. Also Frau Meier soll nicht fragen können, was Herr Müller verdient, sondern was jemand, der in ihrer vergleichbarer Position tätig ist, im Durchschnitt verdienen kann. Und so kann sie sich dann auch einordnen und besser verhandeln, wenn es ums Geld geht.